Liebe Eishockey-Freunde, wieder mal ist es Zeit für einen Videoblog bei FAS Berlin und es geht wieder mal um eine Neuverpflichtung im Team der Akademiker für die kommende Saison. Diese Mann hier, der Nummer 48, Nils Watzke. Nils, schön, dass du bei uns bist. Das ist im Grunde genommen eine doppelte Rückkehr. Also du hast hier gespielt, DEL, auch mit der Eisbären Juniors, ja. Und hast auch ein paar Monate auch schon mal bei FAS gespielt. Insofern doppelte Hinsicht. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Okay, du wechselst von ECC Preußen zu uns. Wir alle wissen, dass du ein sehr erfahrener Verteidiger bist. Wie waren deine ersten Eindrücke von deinem ersten Training bei den Akademikern? Eigentlich ganz gut. Für mich ist es nur hart, weil ich jetzt anderthalb Wochen nicht auf dem Eis war. Und die Jungs hier haben schon ganz schön Tempo drauf für den Stand in der Saison. Aber soweit ganz gut. Okay, man, es ist halt so, du bist der dritte Preuße seit dem Rückzug von Preußen aus der Oberliga, der zu den Stadtrivalen, sage ich mal, gewechselt ist. Würde man sagen, dass man gut aufgenommen ist? Immerhin, die meisten Spieler kennst du ja schon, ne? Ja, glaube ich schon, weil die meisten Spieler kennt man in Berlin, mit den meisten hat man selber schon zusammengespielt und von daher ist das kein Problem, glaube ich. Was denkst du, was diese Mannschaft rechnen kann? Ich meine, es gibt nur 8 Mannschaften in der Oberliga, aber wir haben U20-Nationalspieler, erfahrenen Spieler, auch mit deiner Wenigkeit, Schalke, Patschek bestimmt noch dazu. Was meinst du, was kann diese Mannschaft aufreißen? Wieder vielleicht mal ein Pokalsieg? Was meinst du? Es wäre schön und ich glaube, in der Saison bei acht Teams sollte man auf jeden Fall unter die ersten 4 kommen. Also es sollte Saisonziel minimal sein und der Rest wird sich ergeben. Okay, letzte Frage. Trotz aller Schwierigkeiten, sportlich gesehen, das Preußen letztes Jahr hat, du warst ein regelmäßiger Punktesammler, sage ich mal. Ich glaube, es war 15 Stück, war es. Ich meine, für eine Mannschaft, der es sportlich schwer hatte, das ist schon mal was. Denkst du, du kannst mit deiner Erfahrung und auch dein Riecher für Punkte, die jungen Verteidiger wie Müller und wie Blank, die hochkommen wollen, die helfen, sich besseren Spielen aus dem zu machen? Ja, ich hoffe. Also ich glaube, deswegen wurde ich auch geholt, dass die jungen Spieler noch einen Älteren an der Seite haben, der auch, wenn es mal manchmal nicht so gut läuft, hat der sagt, du, pass auf, ist nur ein Spiel, nächstes Mal wird es besser. Wir hoffen, dass es jedes Mal nicht so gesagt werden muss. Es ist schön, dass du jetzt bei den Akademikern wieder mal bist, schön, dass du in der Valley bist. Der Neuzugang bei FAS Berlin Nummer 48, Nils Watzke. Thanks, buddy. Bitte, bitte. Ciao.